Wir sind gerade auf dem Weg in Richtung Saalbach-Hinterklemm. Wir wollen uns da den Skizirkus ein bisschen angucken, euch das Skigebiet zeigen. Und jetzt sind wir hier auf der Anreise, fahren gleich durch Fieberbrunn durch. Und schaut euch bitte an, was hier für Schneeberge an den Seiten liegen. Und der Schnee ist einfach überall. Teilweise liegt der richtig dick auf den Dächern drauf. Bushaltestellen sind komplett verschneit. Man fährt wie durch ein Labyrinth hier hoch. Angekommen. Wir sind jetzt in Saalbach mitten im Skiort unterwegs. Der Felix ist auch mit dabei. Servus. Und wir schauen uns jetzt hier ein bisschen um, laufen schon an sämtlichen Après-Ski-Bars, an verschiedenen Einkehrmöglichkeiten, Cafés und Restaurants vorbei. Sehr belebt hier in Saalbach. Aber es lässt auf jeden Fall das Gefühl von Winterurlaub aufkommen. Morgen sollte nämlich noch die Sonne rauskommen. Jetzt ist gerade noch so ein bisschen bedeckt. Und dann packen wir die Ski aus und schauen uns auf den Pisten um. Heute bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und einem super Panorama. Schaut euch das mal an. Es ist überall Sonne und alles ist richtig, richtig schön weiß und man kann richtig weit blicken. Wir starten jetzt mit einer der schönsten Abfahrten, nämlich mit der Schattberg-Nordabfahrt. Die ist ungefähr 4 Kilometer lang und es werden über 1000 Höhenmeter hier überwunden. Das heißt, es ist eine der längsten und eine der steilsten Abfahrten hier im Skizirkus. Und man hat dabei einen super Blick auf Saalbach hinunter, wenn man runterfährt. Aber das seht ihr gleich, wenn ihr einfach mit dabei seid. Los geht's! Wir haben jetzt schon somit das steilste Stück der Schattberg-Nordabfahrt überwunden. Also es fängt ja oben sehr panoramareich an, dann geht es so um diese Kurve rum und man hat einen Blick in dieses ganze Tal dahinter. Das ist super schön. Und da fahren wir jetzt rüber. Wir fahren gerade mit der Kohlmeißbahn nach oben und schauen uns dann am Gipfel an, wie die Aussicht hier aussieht. Das soll nämlich einer der schönsten Aussichtspunkte im Skizirkus sein. Man sieht schon, es ist ein sehr berühmter Aussichtspunkt. Hier macht jeder Fotos. Hier ist uns mal ein Platz suchen. Hier sind wir also angekommen am angeblich schönsten Aussichtspunkt. Ich muss sagen, bisher stimmt das. Man sieht nämlich da hinten so direkt die Leoganger Steinberge und kann bis nach Deutschland reinschauen. Da, ganz hinten. Ja. Auf jeden Fall ganz da hinten sieht man auch die Watzmann-Südspitze. Das heißt, man kann bis in die deutschen Alpen schauen. Super. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch sehen. Zum Beispiel da, wo die Antenne oben ist, da waren wir eben drüben. Das ist der Schattberg-Ostgipfel. Und links daneben sieht man so einen spitzen Berg. Da ist das Kitzsteinhorn. Da. Auf der anderen Seite der Bergstation gibt es auch noch jede Menge zu sehen. Und zwar gibt es da den Gebirgszug da hinten, den langen, das ist der Wilde Kaiser. Genau. Links daneben, das ist das Kitzbüheler Horn, da ist so eine Antenne drauf. Da. Und den Wildseeloder sieht man von hier aus noch. Da. Tolle Aussicht hier. Wir sind ja heute eigentlich nur ein kleines Stück vom Skigebiet gefahren. Und zwar sind wir in Saalbach gestartet, Schattberg-Express nach oben, hier über diese lange Talabfahrt wieder runter, Kohlmeißhof wieder runter. Und dann jetzt am Bergenkugel sind wir in der Luisalm da oben eingekehrt. Das ist aber echt nur ein Mini-Bruchteil von diesem gesamten Skigebiet. Es gibt 270 Pistenkilometer hier zu entdecken. Und die verteilen sich eben über die Skiorte Saalbach, Hinterklemm, Leogang und Fieberbrunn. Schön hier. Hier möchte ich bleiben. Das war also unser Skitag hier in Saalbach-Hinterklemm.
Sagt ihr uns doch mal, wie euch das Skigebiet hier gefällt. Wart ihr schon in Saalbach hinter Klemm? Hinterlasst uns das in den Kommentaren und drückt auf jeden Fall auf Gefällt mir, wenn euch das Video gefallen hat. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, da seht ihr im Laufe der Saison noch viele, viele andere Videos. Und hier geht's zum nächsten Video. Bis dann!